Yo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt, zu so einem kleinen Indie-Game. Also ich weiß jetzt nicht, ob Slime Rangers wirklich so ein Indie-Game ist, weil daraus gibt es ja jetzt einen zweiten Teil schon. Aber ich will natürlich erstmal mit dem ersten Teil anfangen. Ja, Slime Rangers mit den kunterbunten kleinen Slimes, die so ein bisschen aussehen wie Pickel gerade. werden wir in diese kunterbunte Welt reisen mit dem Charakter, den wir hier sehen. Und hier steht auch nochmal Slime Ranger 2 erhältlich. Setze die Segel in ein neues Abenteuer auf der Regenbogeninsel. Slime Ranger 2 ist jetzt erhältlich. Ja, wir müssen nach Slime Ranger 1 nochmal reinschauen. Oh, ich habe keinen Spielstand. Okay. DLC verwalten. Es gibt doch DLCs. Geheime Form und Paket. Erhält neues geheimes Aussehen für deine Slimes. Manche deiner Phosphor-Slimes. Okay, hier spoilert erstmal jemand mal ein Slime. Engelsleich, deine Milz-Slimes zu Tigern und mehr. Okay, ich sollte vielleicht das nicht vorlesen, weil es spoilert mich dann. Gut, wir starten direkt rein hier. Ich habe mega Bock. Wir dürfen ein Symbol auswählen. Oh, ich nehme hier den hier. Der hat so Honig auf dem Kopf. Okay, wir nennen das springende Pickel. Bitte? Springende. Ich kann nicht schreiben. Meine Güte. K. Pickel. Jetzt dürfen wir nochmal den Spielmodus auswählen. Abenteuer. Lebe das Leben eines Slime Rangers und erkunde die Wunder der fernen, fernen Weite in deinem dir eigenen Tempo. Casual. Eine entspannte Version des Abenteuermodus ohne die Gefahr der Terror-Slimes. Hast ein Rennen gegen die Uhr, um so viel New Bucks wie möglich zu verdienen. New Bucks sind, glaube ich, die Währung hier in diesem Spiel. Wir spielen auf Abenteuer, so ganz normal. Casual ist halt ohne die Gefahr von Terror-Slimes. Terror-Slimes sind, glaube ich, diese Slimes, wenn man dreimal. Also, ich glaube, ich sag jetzt nicht, wer die sind. Das werden wir gleich schon rausfinden, ne? Weil jetzt spoiler ich schon was und das will ich nicht. Also, bestätigen wir mal. Oh, hier ist schon ein geiles Cover. Gerüchte besagen, dass Victor einmal eine Technologie zum Klonen von Plorts gefunden hat und sie dann zerstört hat. 10.000 Lichtjahre von der Erde entfernt, auf einem Planeten bekannt als Ferne, Ferne, Weite, beginnt Pretex Lebau ihren ersten Tag als Slime Ranger. Oh, das sind wir ja direkt. Oh Gott, die Maus. Leute, die Maus-Sensi. Hilfe, wo kann ich die erinnern? Da, Maus-Sensi, bisschen runter. Ja, schon ein bisschen entspannter. Okay, das ist natürlich wahrscheinlich kein Shooter-Game, sondern eher so ein Landwirtschafts-Game. Aber ich mag auch sowas. So strategiemäßig auch ein bisschen. So, saugen wir einen Ranger. Dein Backpack kann Dinge einsaugen und sie in einem Tank aufbewahren. Echt, der muss. Okay, da kann man zum Beispiel Karotten mitnehmen. Neben dem Backpack der beste Freund des Rangers. Und das sind schon unsere ersten Slimes. Du hast einen Slime eingesaugt. Slimes sind dein Schlüssel zum Erfolg. Schließe Slimes durch die Umrandung eines Geheges in das Gehege auf der Range. Okay. Oh nein, die Karotten wollte ich da nicht reinmachen. So, da haben wir schon mal zwei Slimes hier drin. Hallo. Oh, sehen die süß aus. Und da knappert schon eine an der schönen Karotte. Leckeres Futter halten. Nahrung wie Früchte, Gemüse oder Hühner ist dazu da, Slimes zu füttern. Versuche mal, Futter auf einem Binken Slimes zu schießen. Die fressen alles. Ja, warte, nochmal eine Karotte hier. Alles voll mit euch. Pink Plot. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Scheiße, die sie hier rausbringen. Aber der Plot ist gut. Die Scheiße ist sehr, sehr gut. Wenn Slimes fressen, machen sie Plot. Geh hinüber zum Plot-Markt. Der Plot-Markt gibt dir New Bucks für deine hart verdienten Plot. Ja, natürlich die hart verdiente Scheiße. Bam. Ich habe 12 New Bucks bekommen. Ich nenne es jetzt einfach mal Ends, also News. Das waren so die Grundlagen. Du hast das Grundlegende gelernt. Jetzt ist es Zeit, da rauszugehen und zu erkunden. Denk daran, der beste Weg, ein erfahrener Slime Ranger zu werden, ist zu experimentieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ach, keine Sorge, wir werden hier schon alles testen. Oh, was ist das hier?
Oh, die Grotte. Eine dunkle und unheimliche Höhle über der See und ein passendes erstes Kapitel für deine persönliche Geschichte. 17.095 habe ich nicht. Sorry. Oh, man kann auch sprinten. Ja, geil. Okay. Also das chronologische Spielprinzip ist halt einfach, wir haben unsere Farm. Wir holen uns Slimes, füttern die. Die spucken dann Plot raus und der Plot wird dann hier verkauft und kriegen dann richtig viel Geld. Und mit dem Geld können wir natürlich hier alles upgraden. Zum Beispiel hier unseren Backpack können wir upgraden. Oder die einzelnen Gehege können wir hier auch alles upgraden. Aber wir brauchen natürlich noch ein bisschen Slimes. Und wir kriegen natürlich auch noch mehr Slimes als die pinken. Man kriegt, glaube ich, noch richtig viele Meat-Slimes, habe ich da irgendwas noch gehört. Oder sowas wie... Oh, Huhn. Ein herzhaftes Hühnchen, dazu gezüchtet, zweimal so schmackhaft zu sein wie auf der Erde. Okay, es ist ein besonderes Huhn. Kein menschliches. Okay. Und wir haben eine Star-Mail erhalten. Okay, wir gehen jetzt mal hier raus aus unserer Farm und gucken mal, was wir hier alles für Slimes finden. Trockenes Riff. Ein korallenbesetztes Meeresboden, der nun von goldenem Sonnenlicht gewärmt wird. Ja, kommt alle her. Alle rein in meinen Staubsauger. Hier haben wir, glaube ich, eine neue Fruchtart. Ja, Pogo-Frucht. Die Frucht, die auf der fernen Weite am häufigsten zu finden ist. Und manche sagen, auch die köstlichste. Na, das schmeckt doch bestimmt am besten. Ja, es gibt halt für jede Slime-Art die passende Frucht. Man kann das, glaube ich, hier bei Slimepedia herausfinden. Guck mal, hier zum Beispiel kann man erfahren... Okay, es hat kein Lieblingsobst oder Gemüse. Fruchtgemüse hat es nicht als Besonderheit. Man kann sich das halt alles durchlesen und das studieren. Und man kann die halt auch mischen. Und wenn man drei Slimes mischt, dann kommt halt dieser Teerslime und dann frisst er halt alle auf und macht die ganze Farm kaputt. Und dann ist es nicht so geil. Das wollen wir mal nicht haben. Man kann auch Hühner züchten, man kann also Wasserslimes züchten, also ganz eine Menge, freue ich mich übelst drauf. Das wird ein richtig geiles Projekt. So, natürlich hier wird es gerade blöd, die ganzen Plots hier zu saugen, weil ich saug die Slimes mit. Ist blöd. Und die können auch schnell ausbrechen, wenn ich zu viele davon hole. Guck mal, die kleinen Fieslinge, die sind auch schon ausgebrochen. Deswegen müssen wir doch schon ein paar Upgrades noch reinmachen. Hier kriegt ihr die letzte Karotte. Könnt ihr oft streiten. Okay, mal gucken, wie viel Geld wir jetzt bekommen. Ja, 406 News. Okay, dann würde ich aber erstmal hohe Wände bauen. Hohe Wände bei einem Gehege stellen sicher, dass sogar die am höchsten springenden Slimes Probleme haben werden zu entkommen. Ja. Aber wenn ihr natürlich zu viele Slimes hier reinpackt, dann kann es sein, dass sie sich stapeln und dann machen die halt Räuberleiter-mäßig. Ah, und das wollen wir mal nicht. Okay, ihr habt noch ein bisschen Brot hier. Gebt mal her hier. Okay. Ja, gucken wir mal ein bisschen weiter raus hier. Das will ich mal gucken, was hier alles noch gibt. Ich finde eben... Wir können noch ein paar Slimes hier mitnehmen. Ein paar pinke. Schadet nicht. So 5 Stück. Aber mehr will ich da jetzt auch nicht reinmachen, weil nicht, dass es zu dick wird. Wir wollen das jetzt auch nicht alles voll quetschen. Okay. Ey, ich finde diese Umgebung sieht so schön aus. Kann man das hier kaputt machen? Jawohl, kann man. Oh, 10 News. Ist ein Hühnchen drin. Das arme Huhn, Alter. Wurde einfach eingesperrt. Man kann hier schon echt Massentierhaltung machen. Obwohl, man kann ja nicht wissen, ob das wirklich Tiere sind. Sind Slimes Tiere? Man weiß nicht. Ja, was ist das da hinten für ein dicker Slimy? Oh mein Gott, gibt es so viel zu erkunden. Ich freue mich so hart. Also ich freue mich richtig über dieses
Projekt. Und hier haben wir auch eine neue Slime-Art. Ich werfe mal die Karotten weg. Was seid ihr denn für Slimes? Aua! Feld-Slimes. Diese Slimes sind total Metall. Ja, also da muss man auch aufpassen, denn die können stechen. Aua, aua, aua. Die sind böse. Was haben wir hier? Was ist das hier? Drücke E zum Aktivieren. Ah, das ist die Karte. Okay, was gibt's hier alles zu finden? Okay, die Karte ist ziemlich groß. Also wir haben hier ziemlich viele Areale. Dann haben wir hier nochmal eine Karte. Okay, aber mehr gibt es hier auch nicht zu finden. Aber ich bin froh, dass hier nicht so riesig ist. Entdecke Karten, Datenpunkte auf der Weite. Oh, was ist das denn? Das ist ein goldener Slime, glaube ich. Oh, scheiße, ist schon weg. Ich krieg leider keine Textwand. Oh, und das ist auch ein anderer Slime, den will ich trotzdem mal euch zeigen. Meat Slime. Diese Streifen, diese Schwanz, dieses Wackel, Wackel, Wackel. Ja, die haben so einen geilen Schwanz. Okay, das klingt falsch. Ja, oh mein Gott, ich bin jetzt schon verliebt auf dieses Spiel. Es sieht alles so knuffig aus. Es sieht wirklich alles so schön und knuffig aus. Kriegst du richtig Spaß. Und der Spaßfaktor, du musst doch als erstes da sein. Okay, dann geben wir mal... Dann tun wir unser Feld-Slimes am besten bei den pinken Slimes rein. Können wir die nämlich schon mal mischen? Oh, die sind schon alle hungrig. Habt ihr nicht gerade richtig viel zu essen bekommen? So, ihr bekommt mal ein paar Pogo-Früchte. Gut. Ui. Ganz ruhig. Guck mal, da hat der erste sich schon gemischt. Irgendwo muss doch seine Kacke sein. Da, der nächste. Oh, Lagos-Slimes. Mehr zum Liebhaben. Ja, Lagos sind halt die, die sich ja gemischt haben. Und die werden dann ein bisschen fetter. Lagos-Slimes sind Slime-Hybriden. Die entstehen, wenn ein Slime einen Plork verzehrt, der nicht von seiner Art ist. Sauge, um sie auf deine Mündung zu halten. Ja, ich konnte nicht mal fertig lesen. Nein, nicht ausbrechen. Weiß nicht, ist es schon zu hoch? Ich meine, sind das schon zu viele? Ich hoffe mal nicht. Das arme Huhn, guck mal. Komm, du kommst auch hier rein. Du siehst nämlich viel zu knuffig aus, um da draußen zu bleiben. Du wirst eingesperrt. Gut, rein mit das Zeug. Ich brauche noch ein bisschen mehr Essen. Man kann auch so eine Farm noch bauen, also so Früchte anbauen, Karotten und so. Alles, was das Herz begehrt. Silos kann man, glaube ich, auch noch anbauen. Ja, wie gesagt, Hühner züchten und so. Ist alles für das Farmerleben richtig geil. Okay, hier bekommt er noch ein bisschen zu fressen. Hey, ess doch mal die anderen Karotten noch. Gott, hoffentlich gibt es gleich so einen Plotz. Ich guck mal, wie teuer der ist gleich. Weil das ist echt lässig, da mal durchzugehen. Und die Scheiße hier einzusammeln. Aua, und vor allem, weil die so stechen. Die haben so... So Stechnadeln an ihren Rücken. Nicht stechen. Oh, der eine ist voll weggeflogen. Zack. Okay, warte mal. Plot-Sammler. Ich sag immer Plot, aber es heißt Plort. Ein Plort-Sammler saugt zwei verschiedene Arten von Plorts in regelmäßigen Abständen aus einem Gehege auf und platziert sie in einem Lagerbehälter, solange dort Platz dafür ist. Kostet 500 News. Okay. Brauche noch ein bisschen. Wird gleich schon Nacht. Blöd. Okay. Aber ich hole noch ein bisschen Fressen, damit ich euch früh morgens euch gleich mal füttern kann. Denn das ist am besten so. Ja, also... Es ist immer besser, wenn so deine Tiere oder deine Kinder, was auch immer du hast, so direkt am frühen Morgens schön was zu essen bekommen. Ein Privileg ist das schon. Okay, aber wie viel sollte ich mitnehmen?
Das ist, was essen denn die Feldslimes so gerne? Feldslimes. Lieblingsgemüse ist Herzrübe. Ich habe so eine Herzrübe noch nicht gefunden, ne? Mal gucken, ob wir die hier noch irgendwo finden, ne? Weil das Gute ist, wenn man ein Lieblingsobst oder Gemüse dem Slime gibt, dann ploppen die noch mehr Slimes raus. Und noch mehr Slimes bedeutet noch mehr Geld. Und noch mehr Geld bedeutet Reichtum, Macht. Gut, das müsste erstmal am Anfang reichen. 19 Nahrungen. Was ist das für mir für ein Deutsch? Ja, gehen wir jetzt erstmal schlafen und dann am frühen Morgen füttern wir die alle. Damit die schön leckeren Essen in den Tag starten. Das ist wie die Nutella-Werbung. Schön am Tag starten. Okay, bis zum Morgen schlafen. Ah, der krähte Hahn. Und jetzt wird die erstmal gefüttert. Ja, da braucht ihr auch nicht so gucken, so sweet. Was macht der eine da oben? Fang! Errungenschaft freigeschaltet. Ja, das ist doch super. Komm mal wieder hier rein. Oh Gott, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich euch wieder einsauge. Nein, da habe ich einen eingesaugt. Verdammt nochmal. Aua, aua, aua. Ja, aber die saugen noch keinen von dem anderen Lord aus. Die kacken das noch nicht aus. Ich weiß nicht, sind die noch nicht bereit dafür oder so? Okay, nur 20 kann ich davon tragen. Na gut, dann geben wir das mal alles hier ab. Es reicht leider immer noch nicht. Brauche noch ein Weilchen. Ich hole mal ein paar raus hier. Die spinnen hier viel zu viel. Weg mit euch! Ins tolle Leben mit euch und stirbt. Oh, oh, oh. Ah, hier noch ein kleines Hütchen. Ja, komm, weiß. Ja! So ein schöner. Was die auch für Geräusche machen soll. Ding. Ding. Komm, ich will mal ein großer, dass der hier was isst. Ja, guck, der droppt auch das blaue Plot. Aua. Alter, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Nee, alles gut. Gut. Ah, fuck, noch so ein bisschen. So ein bisschen. Liegt hier zufällig noch ein Plot? Ah, verdammt nochmal. Okay, wir holen noch ein bisschen Essen und dann noch ein paar Plots. Ich glaube, ein Plot reicht mir. Guck, da liegt schon einer. Und dann sammeln wir noch ein bisschen Obst ein, damit wir sie direkt füttern können. Weil ich will erstmal alle Upgrades da machen und dann können wir gerne neue Slimes rausholen. Okay, okay. Wo ist denn hier ein bisschen Futter, Futter? Und dann würde ich dann noch ein schönes Feld anbauen, wo wir ein paar Früchte und ein paar bisschen Gemüse anbauen. Damit wir die Farben ein bisschen voranbringen. Ui, was ist das denn hier? Quaderbeere. Köstlich, süß und sie rollen nie vom Tisch. Boah, das ist eigentlich voll geil. So, so eine Quaderbeere, die fällt dann nicht vom Tisch. Ist immer nervig. Vor allem bei so eine Birne. Obwohl, eine Birne, nee, die bleibt eigentlich standhaft. Nee, so eine Erdbeere oder... Welche Früchte fallen denn noch weg? Oh, wie die da aufgeploppt sind. Weiß ich jetzt gerade nicht. Eine Zucchini, okay, das ist keine Frucht, das ist ein Gemüse. Ah, es gibt so viele Fruchtarten. Ich hätte jetzt auch echt Bock auf so eine Banane oder einen Apfel oder eine Birne oder was weiß ich.
Erdbeersaison. Ich freue mich auf die Erdbeersaison. Das wird am besten. Oder Melone. Oh, Melone am meisten. Lecker, lecker. Da kriege ich richtig Hunger. Gut, 502 News haben wir jetzt schon. Dann droppen wir die hier für den Plot-Sammler. Bam. Genau, da pustet der das alles. Nee, der saugt er das alles dann raus. Und dann haben wir den Plot in so eine Ablage. Und können wir die direkt dann hier rausholen. Guck, da drücke ich hier einfach drauf. Warte. Lassen wir die erstmal fertig essen. Gut, ich glaube, die haben fertig gegessen. Und dann drücken wir hier drauf. Und dann kommt der ganze Plot. Gut, haben wir schon mal 7 davon. Ist nicht schlecht. Gut, Leute, aber dann würde ich erstmal den ersten Part von Slime Rangers beenden. Ich hoffe, ihr hat schon mal die erste Folge gefallen. Ich habe mega Bock auf dieses Spiel. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und euch Süßen sehe ich euch dann auch in der nächsten Folge. Ja! Und noch ein schönes Foto. Haltet mal still und dreht euch nicht die ganze Zeit im Kreis. So. Ja, so ist passend. Ja. Freue mich auf die nächste Folge. Lasst ein Like da und ein Abo da. Um nichts zu verpassen. Haut rein. Ciao, ciao.